Hallo, meine Lage auffüllenden Spirituosenanbieter und herzlich willkommen zurück zu weiteren Lauschig-Flauschig-Grünchen hier beim Supermarket-Simulator. Ich habe wieder alles schon vorbereitet, soweit es geht zwischen den Folgen. Wie ihr sehen könnt, ist alles ein bisschen aufgeführt. Manche Sachen habe ich jetzt ein bisschen mehr da, als ich es geplant hatte am Anfang. Und ja, ich würde sagen, wir starten heute direkt in die Runde. Man sieht es auch, ich glaube, drei Riesen habe ich heute ausgegeben. Jetzt sollen wir mal gucken, was kommt wieder rein. Das können wir noch sehen. Hatte ich eigentlich schon die Rechnung von der letzten Folge bezahlt oder sind die noch offen? Nee, Rechnungen sind raus. Und ja, genau. Wir gucken jetzt einmal, was kommt rein. Wie klappt das alles? Und genau. Das ist jetzt die Planung hinsichtlich, wie machen wir weiter? Ich überlege ja, wie gesagt, noch mal eine Lizenz zu holen, um dann auch noch mal ein bisschen weiter auszubauen. Aber ich entdecke so langsam bei mir, wir bewegen uns ja doch recht stark immer wieder auf der Stelle irgendwie, weil es läuft jetzt im Endeffekt, es gibt nicht mehr so große Veränderungen. Man merkt, es ist dann halt, du kaufst dir die ein, machst dann weiter, kaufst dir ein, machst dann weiter, kaufst dir das nächste ein, machst dann weiter. Es ist im Endeffekt repetitiv alles. Klar, du kannst auch den Supermarkt weiter vergrößern für immer höher werdende Preise, das heißt immer weiter machen, weil du hast auch nicht viele Möglichkeiten, das ist ja noch in Progress, sage ich mal. Und hier merkst du ja auch, ich muss noch das Level 50 erreichen, um das zu schaffen. Da muss ich den Supermarkt Level 37 erreichen. Dann habe ich ja den Bereich auch schon fertig. Und dann kommt ja beim Wachstum zum Bleistift, ist ja bis Level 100. 99, Entschuldigung. Bis Level 99. Und viel Veränderung kommt in dem Sinne ja nicht mehr rein, weil du machst dann hier das. An der 42 kommt dann wieder erst was. Dann in der 56. Und dann ist das ganze Thema eigentlich auch schon erstmal gegessen. Ich glaube mal, um das Spiel einmal vorzubereiten, um einmal zu zeigen, wo sind wir gerade, wie steht es gerade, wie ist es gerade, haben wir das Thema gut umrissen. Ich merke einfach, jetzt privat wäre das sogar, das ist kein Problem, das könntest du alles weitermachen, weil du halt da nichts so zu tun hast in dem Sinne, sondern du kannst es einfach laufen lassen. Du musst dann auch nicht zeigen, weil es ist dann immer dasselbe. In dem Sinne kannst du eine Weile einfach laufen lassen und dann geht alles ganz geschniedelt durch. Jetzt im Thema Let's Play ist es, glaube ich, ein wenig schwieriger. Wenn du jetzt zum Beispiel wieder streamen würdest, glaube ich, sagen, ist das auch wieder ein ganz gutes Thema. Du kannst einfach das durchstreamen, du zeigst dann, ja, oh, das und das ist es. Und dann klappt, und dann hast, kannst du nebenbei quatschen mit den Leuten im Chat und so. Dann sieht das da schon wieder müh anders aus. Hier ist es dir einfach jetzt ja gerade nicht gegeben und ich glaube, wir werden dann auch heute einfach als unsere letzte Folge das mal nehmen, weil wir da wirklich merken, also ich merke, dass ich da so ein bisschen an meine Grenzen auch stoße, immer auch dieses Vorbereiten zwischendurch. Ich brauche ja extrem auch dann alles hier reinzusuchen, fertig zu machen. Mir bleibt einfach wirklich derzeit die Zeit nicht, bin ich ganz ehrlich. Oh, da hatte ich gerade einen Frame, einen Drop. Aber ganz schön runtergedroppt ist, ja. deswegen, ich wollte das Spiel auch einfach nur mal so zwischendurch mit reinpacken, weil ich es gesehen hatte damals, ich finde es gut. Ich werde auch dazu nochmal eine zweite Staffel machen, wenn ein paar Veränderungen reinkommen und dann noch ein paar andere Sachen reinkommen. Aber erstmal ist für uns heute die letzte Folge, die wir uns nochmal so ein bisschen anschauen. Vielleicht werden wir nochmal die beiden Produktlisten da nochmal mit reinnehmen, dann werden wir uns das mal gucken oder einen noch und dann ist dann hier auch erstmal Schluss mit unserem Supermarkt. Klar, wir haben jetzt nicht alles drin, aber das ist jetzt dann so, jetzt arbeiten wir uns repetitiv voran. Also ich werde dann, müsste dann sehr viel offline auch machen, dass ich einfach das verkaufe, weil ich dann auch nichts zu zeigen habe. Es wird dann aber dasselbe sein. Wir stehen hier, gucken, was ist für Ware raus, bestellen die Ware nach. Unsere Leute machen das. Das ist ja, was ich erreichen wollte. Das haben wir ja schon erreicht. Und zum Beispiel sehen wir jetzt, oh, okay, wow, wir haben schon jetzt kein rotes Mehl mehr. Doch, da kommt nochmal Mehl zurück, genau. Also der baut das jetzt raus. Wir gucken im Endeffekt nur ein bisschen, geben dann ein paar andere. Zum Beispiel sehe ich jetzt schon, ah, okay, guck mal, wir können schon mal wieder eine Stiege Milch kaufen. Boom, haben wir schon mal wieder die Stiege Milch drin. Erledigt. So, dann kannst du hier wieder gucken. Ah, okay, passt erstmal alles noch. Gut, da oben haben wir Sushi, den habe ich aus Versehen schon nachbestellt. Dann packen wir das da rein. Tunnelhundefisch ist noch gegeben und da brauchen wir da jetzt auch noch nicht weitermachen. Ja. Dann geht das alles. Und genau, da muss man dann halt sehen,
Ja, dann, wie gesagt, es kommen ja noch einige schöne Spiele dann drauf. Und es sollte nur so ein Zwischenspiel sein. Ich will dann ja auch gerne so dann auch ein bisschen in die andere Richtung gehen mit von den LPs her und so. Guck mal, Miel kannst du im Endeffekt auch schon. Ist ja wirklich dann immer das, ist immer dann dieselbe Richtung. Du bereitest ein bisschen vor, wir bestellen ein bisschen nach und mehr ist dann da jetzt halt leider nicht mehr gegeben. Ich warte einfach ab, was dann demnächst und die Updates dann nochmal. Guck mal, Schokolade haben sie aber heute. Nee, baut da gerade auf, okay. Was die Updates auch um so bringen, da können wir darauf ja dann da nochmal eingehen und sagen, jupp, die Updates sind jetzt so und so, jetzt können wir ja nochmal eine Runde machen. Das ist dann auf jeden Fall da, weil das würde ich ja so peu à peu mal entscheiden. Ihr wisst ja, wir haben ja noch einige, wir müssen auch nochmal Traveller's Rest noch eine dritte Staffel machen. Wie gesagt, für mich ist halt wichtig, die Zeitinvestition, die ich hier nochmal habe derzeit und die ist wirklich hoch, ne? Also jetzt mit den Vorbereitungen mittlerweile. Es wird immer mehr, merke ich wirklich. Also, dass du ja schon bald eine Stunde vorbereitest, damit dann alles wieder aufgefüllt ist, alles vorbereitet ist. Und jeder, der ja selber spielt, der weiß es ja, wenn man das macht, dann das dauert ja dann immer. Du besorgst dann die ganzen Materialien, machst dann alles hin und fertig und so weiter. Warte mal, die habe ich aber jetzt noch gar nicht mehr nachbestellt. Was ist das hier eigentlich? Humus. Wo liegt denn der Humus bei uns hier? Da, guck mal. Den habe ich jetzt aber eigentlich so gut wie gar nicht nachbestellt. Der geht irgendwie nicht so gut raus, der Humus. Oh ja. Guck mal, jetzt, ich habe die drei Riesen rausgegeben für den kompletten Ware rein. Und die kriegen wir dann heute auch wieder so gut, wie es sieht, aussieht, auch rein. Da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr bestellt bisher. Gut, die Meisterware haben wir noch. Die Meisterware haben wir jetzt eigentlich noch wirklich da. Hier geht gerade irgendwie nicht viel raus. Ja gut, ist wirklich viel. Aber warte mal, Wasser Blue und White. Water Blue and White brauchen wir. Water Blau Weiß. Gut, ist jetzt andersherum. Warte mal, hier die kleine Bestellung mal rein. Und dann passt das. Aber wir machen heute trotzdem eher eine Minus. Weil wir wirklich sehr, sehr hohe Bestellrate hatten. Also ich habe wirklich sau viel bestellt. Und da merkt man schon, dass wir dann heute auf Minus zulaufen. Ich war bei 10,2 oder sowas gewesen. Also gut, wenn wir nochmal 400 machen, kommen wir auf ein Plus, Minus 0. Wäre auch mal interessant, Plus, Minus 0 zu machen. Und ja, mir war es wichtig, dass ihr auch gleich wisst, dass das heute wirklich so ja, Endday ist einfach. Und dann werde ich mich so ein bisschen noch auf die anderen beiden erstmal konzentrieren wieder. Und danach kümmern wir uns um das nächste. Also ich habe ja schon eine Vorplanung, ist jetzt dann, weil was in eine andere Richtung. Ich muss ja auch mal ab und an die Richtungen auch mal wieder wechseln. Da kommt dann ein anderes LP dann nochmal rein. Aber erstmal, dann zwei erstmal wieder runter, bis ich das dann starte. Ich glaube, ich werde dann so machen, dass sobald ich dann das nächste beende, dass ich dann mit zwei neuen dazu starte. Und dann das eine Drittel, das läuft. Ich weiß noch nicht, weil SnowRunner läuft ja noch ein bisschen, Stardew Valley läuft jetzt auch noch mal ein bisschen. Dann lasse ich die jetzt erstmal laufen und dann gucke ich mal weiter. Boah, Kaffee trinken erstmal. Oh, guck mal, wir kriegen sogar ein Mini-Mü Plus. Guck mal, hier ist dann auch schon wieder raus. Wie es scheint, kommen wir auf ein Mini-Mü Plus. Ich finde es immer genial, ich mache ja dann immer nach der Folge erstmal aus, weil ich ja dann meistens dann erstmal rendere und dann bis zum nächsten Mal, dann liegen die ganzen Kartons, weil wenn ich einlogge, muss ich erstmal die ganzen Kartons wieder einsammeln, wieder wegräumen. Ist auch immer ein Spaß. Die Mozzarella ist schon leer. Boah, ich habe noch Mozzarella. Ja, kommt Leute, ich helfe euch hier mal. Ja, guck mal, selbst die drei haben schon so ihre Probleme hinterherzukommen, ne? Das ist schon crazy. Also da, ich glaube mal, das wäre noch cool. Da muss er, glaube ich, auch noch ein bisschen ansetzen, weil in den normalen Laden kommst du so schnell ja nicht in Bredouille. Was ich mir wünschen würde, wäre auf jeden Fall so ein angepasstes Kaufverhalten, dass die nicht 20 Sachen von eins, also ich gehe nicht in den Laden und hole mir dreimal Bleiche und vier oder viermal Bleiche und dann hast du es in der Regelmäßigkeit von vielen Leuten sozusagen. Oder 500 mal Kaffee, sondern ich mache so, oh, guck mal, ein Plus von 322 dafür, dass wir recht viel ausgegeben haben und wir nochmal gut reinbekommen. Ist eigentlich nicht schlecht. Pepites Kuchen und der Wurtiger ist auch hochgegangen. Guck mal, so bei 5,70 und Wodka, also die Wodka.
Weil ich muss sagen, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass der wirklich extrem hoch geht von den Leveln, die du hast, um die Lizenzen zu kaufen. Das ist so ein bisschen was. Puh, weiß nicht. Ach, Müsli. Müsli, Müsli, Müsli. Hier kommen wir nochmal auf. Müsli, 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 Müsli. Hä? War ganz schön runtergegangen. 5,80 sind 1,40 runter. Ei, der Daus. Ei, der Daus. So. Hier zum Beispiel die Kassenanzahl, die klappt erstmal. Aber deine Leute hier, die klappen nicht. Und ich weiß ja jetzt schon, wenn du noch mehr Ware reinbringst, dann klappt das ja auch nicht. Dann stehst du da auch da. Und wenn du die nächste Sache aufbauen willst, brauchst du eigentlich schon das nächste Regal. Wenn du die nächste Lizenz kaufen willst, brauchst du eigentlich schon das nächste Regal sozusagen. Weil du brauchst ja jetzt hier Krabbenstick, scharfe Soße, Eis. Du brauchst auch einen Tiefkühler. Du brauchst dann Kühlmittelbrunnen. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, warte mal, wie sieht denn aus von allem und hier und jenen? Ach, guck mal, da hast du den. Dann kannst du den hier auch mal wieder reinstellen. Also war damit auch fertig. Oh, du könntest zur Not sagen, dass du die Getränkeanzahl hier runter hier im Kühler hast, ja noch Platz. Hier kannst du zur Not sagen, dass du den rüberpackst, den rüberpackst, den rüberpackst. Machst du noch ein Angebot, machst du hier das andere Angebot mit rein. Das ist auch nicht das Problem, bin ich der Meinung. Macaroni. Macaroni, Macaroni. Ja, wir lassen es ein bisschen durchlaufen. Ist einfach so, weißt du. Ist einfach so. So, pass mal auf, wir gucken uns mal. Da hast du nochmal Chips, Mehl, Kartoffelpüree, Pfeffer, Reis, Sandwichbrot. Guck mal, neues Brot wäre da. Und Puderzucker nochmal. Ja, komm, weißt du was, wir holen uns mal das. So, Marc, was haben wir denn neu? Nee, du kannst das hier schon mal zumachen. Und dann rutschen wir mal runter. Was haben wir denn hier Neues? Also, da haben wir nochmal Pizzakäse, Gefrierschrank. Als Gefrierer. Regal, Regal, nochmal ein Gefrierer, Regal, Gefrierer, also brauchst du einen Gefrierschrank nochmal neu, okay. Da könntest du sagen, ich nehme mir nochmal hier so einen kleinen wohlgemerkt Gefrierschrank, dann machst du das, so, dann lässt du den erstmal eine Bestellung nochmal reingeben, flop, 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 flop. Und dann machst du das so, dann hast du hier sozusagen nochmal eine neue Runde, die du reinpacken kannst. So, ich nehme mal diesen Teil daher. Dann kannst du den hier noch ein bisschen daneben bubbeln. So, und dann kannst du ja schon, was haben wir jetzt hier? Ah, guck mal. Krabbenstricks. Warte mal, brauchst du ja noch einen zweiten, ne? Du hast, ich habe jetzt drei Materialien bekommen. Ach du Heilige. Ach du Heilige, was hat denn der für einen Preis? Oh, dann hat er 10,40. So. Ich glaube, ich brauche noch einen. Oder, weißt du, was wir auch machen könnten? Wir könnten auch den rausnehmen. Dann lösche ich den raus. Und stell den dann. Du willst mich doch schon wieder rollen. Warum räumt ihr denn jedes Mal? 1, 2, 3. So. Warum räumt ihr denn jedes Mal das so doof aus? Blob. Es ist auch noch, wo ein bisschen nachträglich gearbeitet werden muss, dass das besser funktioniert, bin ich der Meinung. So. Eis. Oh ja, pack mal hier mit rein, komm. Eis ist hier mit drin. Und schon voll. Okay, was kostet das Eis? Na, das war bei 45. So. Dann haben wir auf jeden Fall Eis. Eis, 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 Eis. Ja, komm, pack hier mit rein, das Eis. So, Kartongle raus. Nächste Kartongle raus. Dann haben wir hier nochmal ein Eis. Kannst du damit erstmal reinschübbeln? Was haben wir hier? Nee, da, Pizza. Das ist Pizza Käse, aber es ist eigentlich Pizza mit Käse sozusagen.
So, machst hier eine neue Pizzasorte rein. Da freuen die sich auch. Haben so zwei Varianten für Pizza. Dann haben wir das nämlich auch schon mal gelöst. So, was haben wir hier nochmal so eine Krabbensticks? Die kannst du da noch reinschmeißen. Die haben wir auch genügend da. Ja. Da ist nochmal so ein kleines Angebot mehr. Einfach nochmal so zum Reingucken. Hot Sauce. Hot Sauce. So, die Hot Sauce kostet 44. Irgendwie passt das gerade alles, oder? Bum, 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 bum. So, was haben wir hier? Das ist auch die Hot Sauce. Die kannst du dir hier erstmal. Ne, warte mal. Die kannst du dir hier mit reinbubbeln. Und was hat der für ein Ding? Das ist so ein viereckiger Karton, ja? Warte mal. Erstmal natürlich Lichtchen an. Dürfen wir nicht vergessen. Jetzt brauche ich so einen hier für den. Dann schnibbelst du den mal weg. Und dann kannst du den nämlich hier wieder rausstellen. Oh, guck mal, schwebende Kartons. So, jetzt haben wir nämlich Ketchup. Klar, das ist jetzt nicht gerade sinnvoll gestellt, aber hey, muss man nicht immer alles richtig stellen. So, 3,50 für den Ketchup. Und dann haben wir, glaube ich, noch Mayonnaise. Die Mayonnaise. Okay. Die Mayonnaise verkauft sich für so viel. Und was ist denn da drin? Enteneier oder was? Hey, da was. So, dann kannst du hier nämlich sagen, pass auf, Hot Sauce, da kannst du noch Ketchup. Und daneben machst du dann die Mayonnaise. Und dann haben wir da auch noch mal ein bisschen was. Dann haben wir sozusagen das hier auch noch mal ein bisschen erweitert. Licht fehlt auch noch. Kommt, Leute, das müssen wir jetzt natürlich auch mal machen. Verwaltung? Nee, Verwaltung nicht. Wir gehen mal in den Markt. Gib mir mal Möbel, mach mir mal nochmal 1, 2, 3, 4. So, machen wir nochmal 160 für 4 Lämpchen. Ein bisschen mehr Licht an den Markt kriegen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Kunden andauernd irgendwo gegenlaufen. Aber die Lampen, die werfen auch wirklich minimal Licht. Da fehlt, ich finde, so ein bisschen Individualität noch. Anzahl der Lampen könnte ja, glaube ich, noch gut verändern, dass du dann auch andere Arten von Lampen dann dir kaufst, um einfach das heller gestalten zu können. Wisst ihr, wie ich das meine? So. Ja, jetzt sehen sie wenigstens was. Irgendwas ist uns fast leer. Ja, die Nudeln gehen bald leer, ne? Ja, dann ist es halt so. Aber. Sieht doch auch okay aus. Nochmal eine kleine Verkaufsprodukt ohne. Ja, das ist mein Pizzading hier, wa? Oh, ja, wow. Die haben wir jetzt für 5,21 und das ist das für 8,80. So, jetzt haben wir den Preis festgelegt. So, jetzt müssten aber die Preise drinnen stehen, ne? Ja, sehr gut. Schön, jetzt mal bumm voll vergessen, den Preis noch festzulegen. Aber guck mal, wir sind auch gut wieder rausgekommen dafür, dass wir jetzt nochmal was nachgeholt haben von den Kühlboxen und so. Finde ich jetzt nicht schlecht, trotzdem sind wir jetzt schon fast wieder im selben Preissegment. Das ist Holy Macaroli. Obwohl der hier wirklich, wenn man den so stellt. Warte, warte, warte. So. Ja, finde ich sogar einen Tag besser. Warte mal, warum stehst denn du eigentlich so weit ab? Auch wenn wir danach nicht weiterspielen, muss man ja hier eine gewisse Ordnung reinmachen, ne? So, die sind so automatisch. Das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen doch jetzt hier nicht so ein löchliches Ding da haben. Nee, das geht nicht mehr. Ich will andere Tiefkühler haben. Also preislich gesehen, guck mal, das hat sich jetzt eigentlich gut durchgeschult. War mal voll auf Risiko, bumm, reingeballert und dann, so. Hat preislich gepasst. Finde ich jetzt irgendwie gerade gut. Ja, schick. Ah, ich werde jetzt aber nicht mehr so viel Ware durchkaufen. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen händeln lassen, was wir da haben. Aber bei mir brauchen wir mal schon. Ich kann das nicht so laufen lassen. Ich kann das nicht so laufen lassen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Schokolade. Eins, zwei. So, was haben wir da oben noch? Bonn. Bonnbeck.
Rein, 1, 2, das ist ja noch da hier alles. Wieso ohne da? Ohne da, guck mal, Nudeln. Nudeln haben wir ja nicht mehr. Nudeln sind raus. So. Ach du Heiliger, selbst das blaue Mehl ist schon wieder raus. So, hüpfen wir mal rüber. So, trotz Erweiterung plus zusätzliche Bestellkosten nochmal, sind wir immer noch bei 290 nur im Minus. Also wir halten uns gerade vom Level her. Bonnberg ist jetzt von dem Preis höher und die Pizza Cheddar-Käse ist höher gegangen. Ne, warte mal, 70 hatten wir ja gesagt. So, und du bist jetzt ja auch höher gegangen. So, und dann bist du auf 29. Sehr schön. So, du kannst jetzt mal öffnen. Und wir können den jetzt mal hier ein paar Nachbestellungen machen. Wollen wir die ein? Aber im Endeffekt ist, wie gesagt, ich habe jetzt das meiste vom Spiel gesehen. Ich finde das sehr schön, wie es bis jetzt schon läuft. Freue mich schon auf die Erweiterungen, die dann noch kommen werden. Also, wo er es noch ein bisschen weiter sich darum konzentrieren wird, das zu verbessern und so weiter. Und dann bin ich ja mal gespannt, was uns denn da noch so erwartet. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Weil da ist ja wirklich viel Potenzial drin. Viel, viel, viel Potenzial drin. Aber hier sitzen wir jetzt so ein bisschen am Ende, weil jetzt wirklich. Für mich ist das Problem, ich muss zu viel wirklich vorbereiten mittlerweile schon. Und das schaffe ich dann halt auch wirklich nicht mehr von der Zeit. Vorbereiten, dann erstmal die Aufnahme machen. Dann muss ich ja, dann bringe ich es heraus, Thumbnail noch fertig machen. Und für mich sollte es ja immer, das ist ja immer, wie gesagt, noch ein Hobby. Ich versuche es ja immer so nachzugehen. Bei mir hier Arbeit, Hobby. Und das muss dann schon immer eigen sein, ohne dass ich mich hier das verausgabe. Und ja, deswegen wollte ich einfach nochmal die Sachen sehen. Man könnte jetzt ja nochmal machen, einfach damit wir auch noch das letzte sehen. Weil das nächste, wie gesagt, ist dann auf Supermarkt Level 40. Und dann würde ich einfach sagen, wir machen mal. Einfach so ein bisschen Risikofaktor. Wobei, wir brauchen ja doch erstmal. Ne, das müssen wir verstärken. Kartoffeln viermal brauchen wir. Kartoffeln viermal. 1, 2, 3, 4. Rotes Mehl ist auch schon wieder alle. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. So. Ach du Heiliger, die Reinigungsmaterial ist komplett alle. Und Klopapier 1, 2, 3, 4, 5. Mein hier müssten ja reichen. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir mal hier den. So, und dann gehen wir mal hier raus. Dann machst du hier Cleaning. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Bom. Bom. Oh, holla. Hilfe. Alles voll hier. Alles voll. Aber Milch ist auch schon wieder leer. Ja, also insgesamt ist das jetzt alles nicht schlecht, muss ich sagen. Geht aus, dann kippt alles um. Der Chief wird home von Pizzabestellung. Mal, welche Wand ist das? Das war, glaube ich, ähnliche Aussage gab es bei Zombieland. Genau, Zombieland. Oh, auch ein geiler Film. Auch Zombieland 2 fand ich cool. Also, es war jetzt nicht mehr von dasselbe, weil es ja jetzt dann schon vom Thema her anders war. Aber es hat einfach einen schönen Witz und Charme. Und wenn ihr mal wirklich einen Humor-Zombie-Film gucken wollt, dann kann ich das wirklich eher nur empfehlen, wenn jetzt nicht so drauf steht, dass es ernst sein muss. Und so, und Zombieland, das macht es einfach. Das veralbert das ganze Genre sogar ein bisschen. Was aber, wenn man so ein Genre liebt, einfach eher schöner wirkte, finde ich, weil das ist einfach cool dargestellt, so. Das ist einfach wirklich eine komplette, oh shit. Eine komplette, oh shit. Sache, weil ich finde das toll. Ich finde es toll, so ist sowas, aber ich werde jetzt trotzdem noch, glaube ich, die Bestellung für die neue Materialien machen. Eigentlich ist schon leer. Aber kriegen wir das noch von der Time her? Du müsstest mal jetzt Annie und Pop. Oh. Ja, ich glaube, das kriegen wir doch nicht mehr hin. Aber wir würden das jetzt schaffen. Guck mal, wir sind vom Finanziellen her so, dass wir das jetzt ganz locker schaffen könnten. Und wir könnten jetzt nochmal als nächstes Ding bestellen. Und dann hätten wir nochmal ein größeres Angebot. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, guck mal, hier muss da wieder alles ein bisschen nachbestellen. Aber insgesamt, wir könnten uns sozusagen noch den nächsten leisten.
Mache ich jetzt aber gerade nicht. Wir lassen den Tag ganz genüsslich ausgehen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall. Wir werden uns nochmal hier in einer anderen Staffel dann wiedersehen. Ich werde das im Auge behalten. Ich mag solche Spiele von Entwicklern, die auch noch gut anfangen, wo dann immer wieder was Neues reinkommt. Da bin ich ja dann auch gespannt drauf. Aber ich hatte auch gesagt, das wird hier kein Endlauf werden. In dem Sinne. Das wird kein Endlauf werden. Weil, wie gesagt, ich finde, jetzt kommt für mich so langsam so, puh, immer wieder dasselbe. Und ich bin, habe ich ja schon mal erzählt, ich habe ja schon selbst allein bei Dailies meine Probleme gehabt, wenn man in Online-Games immer irgendwelche Dailies machen muss. Das ist immer arg wiederkehrend. Also du hast keine Veränderung wirklich dann dabei. Ist nicht so ganz so meins. Aber wie gesagt, auch nur, weil jetzt noch nicht viel Angebot ist. Da kommt ja noch einiges. Das haben wir ja gesehen. Also du kannst dann auch noch Sachen anpassen und sonstiges. Also da kommt ja noch einiges rein. Also hier sind wir ja noch nicht am Ende. Oh, haben wir nichts mehr weiter gekauft. Wir sind ja hier noch nicht am Ende. Und das ist ja das Schöne. Guck mal, der Bier ist schon wieder leer. Zucker leer, Milch leer. Ja. Lassen wir jetzt einfach durchlaufen. Wir machen jetzt hier auch nochmal Lizenz. Hier meine Rechnungen sozusagen bezahlen wir jetzt hier nochmal 88, 74, 110. Bumm, das ist ja trotzdem bei 11.000. Also ich finde, es ist eigentlich super angenehm. Aber ist auch dann für ein Ende. Man muss ja auch mal sagen, man sollte ja auch mal gehen, wenn es schön ist. Am schönsten sagt man eigentlich, aber er ist die ganze Zeit rechtfertigt. Der ist einfach so. Rum, aus, fertig. Aber für mich klare Empfehlung. Also für sich selber spielen ist dieses Spiel wirklich einfach. Du kannst abschalten, du kannst dich zurücklehnen dabei, kannst es je nach deiner Phase machen, langsam. Du kannst auch zum Beispiel am Anfang erstmal nur immer wieder die kehrenden Produkte machen. Kannst dann versuchen mit dem Management, mit den Preisen, wie kannst du am ehesten Geld machen, etc. pp. Das ist ja da gegeben. Was ich halt cool finden würde, wäre, wenn noch sowas reinkommt, wie es sind gerade irgendwelche Sonderangebote, dass du, wenn du zum Beispiel Werbung schaltest, mehr Kunden reinholen kannst, dass du zum Beispiel auch noch Wochentage reinbekommst, wie die Tage dann verlaufen, wie ist das Kaufverhalten. Sowas wäre auch noch cool. Könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein, aber ist ja eine Simulation. In dem Sinne, darfst du ja nicht vergessen, das ist ja die Supermarkt-Simulation. Die kämpfen ja damit auch. Also ein Supermarkt ist ja nicht nur, dass sie alle da reingehen. Die mögen ja das aus bestimmten Gründen. Klar, die wollen essen und so, aber jeder wird ja trotzdem irgendwie gefangen mit einer schönen Werbung, bestimmten Marke, die man hat. Und. Da ist ja immer einiges dabei, wie sie die Leute halt einfangen. Oh, guck mal, die hat eine blinke Frisur. Da drüben ist ja noch aber. Hä? War sie nicht noch hier? Ja. Genau, guck mal hier, das siehst du voll. Das sollte schwarz oder rot werden. Er konnte sich nicht entscheiden, deswegen hat er jetzt neuartige Frisur. Pass auf, demnächst ist es auch ein Trend im Real Life, dass dann alle Frauen auf einmal solche Frisuren tragen, die hin und her blinken. Das überhaupt geht? Kann man sowas überhaupt machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, wir haben uns jetzt auch wieder gut leer gekauft. In der nächsten Folge wäre es wieder so. Ich würde jetzt wieder Material besorgen hier, alles reinstecken, alles fernmachen. Das dauert dann wieder, weil ich alles einzeln wieder durchgehe. Oh, guck mal, Humus leer. Oh, guck mal, Moussaka leer. Nee, Muschelgratin leer. Der Käse leer, Mozzarella leer, Parmesan leer. So, das kaufe ich dann wieder alles ein, mache alles vorbereiten. Das dauert dann auch wieder, bis ich das alles abgeguckt habe, bis da drin auch alles wieder drin ist. Und das ist so diese Aufwendung mittlerweile, die du dann brauchst, um fertig zu werden. Und die ist für mich, ja, wird für mich langsam zu viel und dadurch würde ja auch dann auch das Let's Play mit drunter leiden, weil, oh, jetzt muss ich schon wieder vorbereiten. So, wenn dann der Gedanke irgendwann so drin ist, dann weiß ich Bescheid, okay, das passt erstmal, wir haben eigentlich eine Menge gezeigt, wir haben eine Menge gemacht und wir widmen uns dann einfach den nächsten Projekten. Finde ich auch mal schön, ich mag es ja auch immer auf neue Projekte dann rüber zu gehen und dann da weiterzumachen. Und ich glaube, wir haben ja fast 26, 27, 28, 29 Folgen. Und das finde ich das ist eine gut ausreichende Anzahl, um einen Eindruck auch vom Spiel zu bekommen. Und ist auch so genial, so unausgeglichen. Das wäre auch noch cool, wenn das noch verändern würde, dass wenn die dann merken, okay, ich stehe hier an der Kasse, drüben ist einer frei, ich gehe rum und gehe zur anderen Kasse. Das ist ja auch noch so. Also da hat man merkt, er hat eine Menge Sachen, wo er noch Potenzial hat, die er schrauben kann, wo das Spielfeeling noch besser wird und angenehmer wird. Also müssen wir mal gucken, wo das hinführt. Ne? Also wie gesagt, bei Big Ambition hast du ja auch eine richtig gute Entwicklung halt schon drin. Da gehst du auch schon gut weiter und da hast du auch schon viel zu tun und viel zu machen. Und musst du auch viel darüber sinnieren, wie machst du das. Da gehst du schon viel weiter ins Detail rein. Und
Hier ist es noch so ein bisschen ja, oberflächlicher noch gehalten, was aber gut ist. Das erinnert mich so ein bisschen im ernsteren Sinn an den Gas Station Simulator. Und der war ja auch nicht schlecht. Also da haben wir ja auch lange, da hat es aber viele Möglichkeiten noch. So eine Quest. Ja, auch cool hier zum Bleistift, wenn er hier noch eine Quest mit reinbringt. Jo, du hast den Laden von deiner Oma bekommen. So, und jetzt musst du halt gucken, dass du den Laden wieder am Laufen bringst. Zum Bleistift. Wäre doch eine ganz einfache Sache. Dann kombinierst du so eine Quest mit einer Simulation, wo auch ein bisschen Handling mit Erklärungen, etc. pp. ist. Tante, nee, Omas, nee, Tante Emma Laden halt. Omas Tante Emma Laden zum Bleistift könnte man dann daraus machen. Das sind halt so die Möglichkeiten, die dir bleiben. So, guck mal, jetzt haben wir jetzt wieder ein großes Plus drin gesetzt. So, ein Plus von 3.374 gemacht. Wir haben jetzt auch wenig bestellt. Jetzt würde ich halt so sagen, pop, nächste Folge wieder alles bestellen, alles auffüllen. Und dann würde es halt immer so weitergehen. So, wir hätten jetzt auch nur noch ein, wir hätten jetzt nur noch ein von den Lizenzen, die wir jetzt kaufen können. Dann ist ja erstmal bis 42, also 7 Level Cut. Das ist dann, ich glaube, jetzt ist so das erreicht, wo viel mit Grinding gemacht wird. Grinden ist ganz cool. So, wenn du jetzt offline bist, dann kannst du nebenbei ein bisschen was machen, dann lässt du den Laden laufen. Das ist cool. Aber wenn du jetzt aktiv, finde ich persönlich, ist es schwierig jetzt. Und von daher würde ich sagen, war es dann das erstmal vom Let's Play Supermarket Simulator. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt hier immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und vielleicht sehen wir uns ja bei einem der anderen Let's Plays oder wenn es dann in die zweite Staffel von Supermarket Simulator geht, wieder, wo wir dann halt mal schauen, was sich verändert hat, was sich angepasst wurde und so weiter und so weiter. Und wenn nicht, wünsche ich euch alles erdenklich gut in eurem Leben weiterhin und auf euren Lebensweg. Und ja, einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, was ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.